hatten wir noch nie zuvor gesehen. Das war bis dahin unvorstellbar. Die Daten, die am Ende des Tages von überall auf der Welt eintreffen, bestätigen es. Das Erdbeben dauerte beispiellose 8 Minuten und setzte dabei so viel Energie frei, dass es auf der Richterskala praktisch nicht mehr zu messen war. Die seismischen Daten bringen eine weitere Überraschung. Der Ursprung des Bebens lag 30 Kilometer unter der Erdoberfläche und 150 Kilometer vor der Küste Sumatras und damit paradoxerweise im nördlichen Teil des Sundagrabens, der lange Zeit als inaktiv galt. Seismologen haben berechnet, dass der Graben wahrscheinlich auf einer Strecke von 400 Kilometern entlang der Verwerfung aufgerissen ist. Ein langer, dünner Streifen Meeresboden scheint sich innerhalb von Sekunden gehoben zu haben. Beim Aufsteigen des Bodens wurde das gesamte darüber befindliche Wasser mit angehoben und so Milliarden Tonnen Flüssigkeit verdrängt. Das hatte zur Folge, dass sich auf beiden Seiten des Risses eine Wasserwand von diesem Riss wegbewegte. Um dieses Szenario zu überprüfen, gibt Xenolakis die Daten in das beste Hilfsmittel ein, das er hat, eine spezielle Software zur Vorhersage von Tsunamis. Die Software errechnet, dass bei einem Riss von 400 Kilometern Länge die größten Wellen Sri Lanka gar nicht erreichen würden. Tatsächlich war dies aber eine der am stärksten betroffenen Küstenregionen. Der Bereich des Bebens musste viel länger gewesen sein, damit der Tsunami Sri Lanka hatte erreichen können. Kerry C. ist bereits vor Ort und bereit zu helfen. Obwohl die Verwerfungslinie großteils unter Wasser liegt, durchbricht sie die Wasseroberfläche immer wieder in Form von Inseln vulkanischen Ursprungs. C. mietet einen Hubschrauber und fliegt nach Norden an diesen Inseln entlang, um nach den Zeichen der jüngsten seismischen Aktivitäten zu suchen. Als er sich der Insel Simelö nähert, fällt ihm etwas auf. Entlang der Küste der Insel verläuft ein geisterhaftes Band. Ein Riff, das seltsam deplatziert wirkt. Die Insel war zusammen mit dem Riff aus dem Wasser gehoben worden. Das Riff lag nun trocken und tot da. Sie beginnt, die Höhe des Riffs zu messen. Dann vergleicht er die Daten mit der Höhe der angehobenen Korallen rund um die Insel. So kann er die genaue Bewegung der Erdkruste feststellen. Erst maßen wir eine Hubhöhe von 50 cm und weiter im Norden war es dann bereits 1 Meter, dann 1,5 Meter. Das Bewegungsmuster legt nahe, dass die Insel auf der Westseite um 1,5 Meter angehoben worden ist. Diese gekippte Insel markiert den Anfang des Risses in der Erdkruste. Er nimmt sich eine Satellitenaufnahme der Insel, die vor dem Erdbeben entstanden ist, und vergleicht diese mit einer Aufnahme aus der Zeit danach. Dieser Vergleich bringt den Durchbruch. Der Verlauf der Küstenlinie der Insel hat sich durch die Anhebung verändert. Die Wissenschaftler analysieren systematisch die Aufnahmen anderer Inseln entlang des Grabens und leiten daraus das Ausmaß der Bewegung des Meeresbodens ab. Diese intensive Analyse zeigt, dass der Riss so lang ist, wie sie bereits vermuteten. Unglaubliche 1600 Kilometer. Das ist der längste Riss, der je gemessen wurde. Und er ist lang genug, um auch die Zerstörung auf entfernten Inseln wie Sri Lanka zu erklären. Xenolakis gibt die wertvollen neuen Daten in sein Tsunami-Programm ein. Dieses Mal zeigt die Simulation einen Tsunami, der fast die gleichen Ausmaße der Verwüstung zeigt wie die tatsächliche Katastrophe. Wenn sich ein Stück Erdkruste von der Größe des US-Bundesstaates Kalifornien bis zu 20 Meter anhebt, bildet sich eine Reihe von Wellen, die von Wissenschaftlern auch als Wave Train bezeichnet wird. In den Tiefen des Ozeans ist ein Wellenkamm nicht höher als 50 Zentimeter, aber die Wellen bewegen sich mit unglaublicher Geschwindigkeit fort, bis zu 900 Kilometern pro Stunde. Erreichen die Wellen flaches Gewässer, werden sie auf einige hundert Meter pro Stunde abgebremst. Die nachkommenden Wellen holen also die verlangsamten Wellen ein und die Wellenberge wachsen in die Höhe. Der Tsunami nimmt Gestalt an. Die Wellensimulation berechnete korrekt, wo und wann der tatsächliche Tsunami die betroffenen Küstenregionen erreicht hat. Dies beweist wiederum, dass durch die Untersuchung die Quelle des Tsunami genau ermittelt wurde. Nun aber sehen sich die Wissenschaftler mit einer noch größeren Herausforderung konfrontiert. Sie müssen auch die bizarren und schrecklichen Ereignisse erklären, die die Tsunami-Opfer erlebt haben, als das Unglück über sie hereinbrach. In Thailand zog sich das Wasser 10 Minuten vor Eintreffen der ersten Tsunami-Welle von der Küste zurück.
In ungefähr 2000 Kilometern Entfernung wiederum traf eine Riesenwelle ohne eine derartige Vorwarnung auf die Küste Sri Lankas. Und die beunruhigendste Tatsache ist, dass die Stadt Bandar Aceh bis zu einer Strecke von 4 Kilometern ins Landesinnere dem Erdboden gleichgemacht wurde. Unmittelbar nachdem Synolakis und sein Team in Bandar Aceh ankommen, machen sie sich an die Arbeit und begutachten den Schaden, den die Stadt erlitten hat. Sie wollen bestimmte Daten sammeln. Erstens die maximale Höhe, die die Welle über dem Meeresspiegel erreicht hat. Und zweitens die sogenannte Inundation, also die Strecke, die das Wasser ins Landesinnere vorgedrungen ist. Die Verteilung von Trümmern und die Wasserspuren zeigen, dass die Wasserhöhe in Strandnähe erstaunliche 10 Meter und im Stadtzentrum 3 Meter betrug. Das Wasser wurde 4 Kilometer weit ins Landesinnere gedrückt. Riesige Wassermengen spülten durch die Stadt. Aber Synolakis weiß, dass es die Geschwindigkeit des Wassers ist, die für die Zerstörung verantwortlich ist. Ein Kubikmeter Wasser wiegt eine Tonne. Wir sprechen hier aber von Hunderttausenden von Kubikmetern Wasser. Es ist, als würde man von einem Auto in voller Fahrt überrollt. Der erste Schritt zur Lösung dieses Rätsels ist, die Geschwindigkeiten des Wassers in der Stadt zu messen. In den Straßen der zerstörten Stadt sieht Synolakis die Massen von Sand und Schlamm, die jeden Spalt und jede Ritze ausfüllen. Es handelt sich dabei um Meeressediment, das vom Meeresboden ins Inland geschwemmt wurde. An bestimmten Stellen vermisst das Team sorgfältig die Sedimentschichten. Die aufwendige Analyse führt zu einem unglaublichen Ergebnis. Das Wasser war mit 32 Kilometern pro Stunde durch fast die ganze Stadt gerast. Synolakis kann nicht erklären, wie derart große Mengen Wasser sich so schnell fortbewegen können und das so weit ins Landesinnere. Aber dann erfährt er von einem Video, das das Eintreffen des Wassers im Stadtzentrum zeigt. Die Welle auf dem Video scheint keinen physikalischen Gesetzen zu folgen. Als die Welle diese Straßen 4 Kilometer im Landesinneren erreicht, verlangsamt sie sich nicht etwa, sondern ihre Geschwindigkeit nimmt noch zu. Die erste Welle war sehr langsam. Man konnte ihr problemlos zu Fuß entkommen. Aber dann macht er eine Entdeckung, die die Tsunami-Forscher